Ja Leute, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch, wie man Items zwischen zwei Accounts hin und her schieben kann. Beziehungsweise zwischen zwei Maps. Auf dem Hypixel Skybox Server kann man sich ja verschiedene Welten anlegen. Hier verschiedene Profile. Also hier, ich habe hier zwei Profile, also ich habe insgesamt drei Profile. Da ich VIP habe, kann man drei machen, sonst kann man zwei machen. Aber man kann da trotzdem zwischen den zwei Profilen Items hin und her schicken. Wie das geht, das zeige ich euch heute. Und zwar gibt es da einen Bug, den man machen kann. Und genau, ich werde jetzt sozusagen mal von meinem Main-Account was auf den zweiten Account hier hinschieben. Auf dem Account habe ich auf der Bank 18,2 Millionen Coins. Und da werde ich jetzt Items rüberschieben. Sagen wir, wir wollen. Na, nur ein Stack Diamanten rüberschieben. Ist jetzt nie wirklich was wert, aber als Beispiel. Dann gehen wir in den Hub. Also hier Skyblock Hub. Und warten, bis der kurz geladen hat. Und gehen hier zum Hub Selector. Und jetzt ist es wichtig. Jetzt müssen wir uns einen Hub auswählen, den wir uns merken können. Am besten einen, wo nicht ganz so viele Leute drin sind. Also hier zu der Zeit, wo ich gerade bin, sind sowieso nicht so viele Leute drin. Wir gehen einfach mal in den Hub Nummer 7. Das müssen relativ bisschen Platz sein, damit halt ihr dann auch nachjoinen könnt. Und jetzt geben wir uns hier zu einem Fleckchen, wo nicht ganz viele Spieler rumlaufen. Am besten ist dann ein Spot, der ein Stückchen weiter weg ist. Nehmen wir zum Beispiel hier das Haus mit dem Alchemist. So, ich bin jetzt doch auf der Suche nach einem anderen Fleck, weil da hinten dann landet die ganze Zeit einer rum. Das ist nicht so schön. Wir wollen ja nicht, dass der unsere Items nimmt. Wir nehmen uns jetzt einfach hier mal einen Spot, zum Beispiel hier hinter dem Haus. Den müssen wir uns merken. Nehmen wir diesen Spot hier hinter dem Haus. Also nehmen wir, jetzt müsst ihr aufpassen. Das müsst ihr jetzt ganz schnell machen. Also, ihr müsst euch darauf vorbereiten, dass wir werfen jetzt das Item weg. Also, ich erkläre es euch jetzt kurz. Wir werfen das Item weg. Gehen auf den Stern, ändern das Profil und springen mit dem anderen Profil sofort in den gleichen Hub und rennen hierher und versuchen die Items aufzuheben. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass die Items wegbuggen, deswegen solltet ihr euch nicht eine zu große Entfernung machen, weil die Items sonst despawnen können. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal das Fleckchen hier. Und wir versuchen das Ganze jetzt mal. Und zwar starten wir in 3, 2, 1, go! So, jetzt gehen wir in den Hub. Schnell zum Hub Selector. Wir müssen den richtigen Hub auswählen. Hub Nummer 7. Und jetzt sprinten wir so schnell es geht zu dem Fleckchen, wo wir die Diamanten hingeschmissen haben. Und liegen sie noch da? Ja, da liegt noch was. Und schaffen wir es? Ja. Perfekt. Jetzt haben wir die Diamanten auf dem Account. Jetzt können wir auch zu unserer privaten Insel gehen. Und haben jetzt hier, sind wir jetzt auf der anderen Insel. Bin ich jetzt auf dem zweiten Account. Und habe die Items, die ich mit dem anderen Account weggeschmissen habe. Das könnt ihr dazu nutzen, um zum Beispiel mit dem Hauptaccount halt die ganzen Minions zum Beispiel zu erstellen und die dann hier rüber zu transferieren. Oder ihr nehmt einfach die Minions und lasst die hier arbeiten. Zum Beispiel hier, der Minion hat jetzt hier gut Diamanten hergeholt. Die möchte ich jetzt aber wieder zurück auf meinen Hauptaccount haben, weil ich die dort brauche oder um die dort zu verkaufen. Also gehen wir wieder in den Hub zurück, wählen wieder einen Hub aus, den wir uns leicht merken können und wo nicht so viele Leute drin sind, damit wir dann auch sicher hinterher springen können. Wir versuchen es einfach nochmal mit Hub Nummer 7. Und dann gehen wir jetzt wieder zu seiner Stelle. Ich nehme einfach die gleiche Stelle nochmal. Mache alles bereit, um die Items wegwerfen zu können. Und dann machen wir das Ganze jetzt gleich nochmal, nur in die andere Richtung. Gucken, dass niemand direkt in der Nähe ist. Da ist zwar einer drin und wir warten kurz, bis der weg ist. So, und dann sind wir auch schon bereit dafür. Und zwar machen wir das Ganze jetzt nochmal in 3, 2, 1 und go. Schnell die Items weg. Dann auf den Hauptaccount springen. Lad, lad, lad. Müsst ihr sicherstellen, dass ihr eine relativ gute Verbindung habt, dass ihr jetzt nicht gerade irgendwie ein paar Lags habt, damit halt alles glatt geht. So, jetzt schnell. Müssen uns beeilen, damit die Items nicht despawnen. Und da liegen sie noch. Und da habe ich sie. Jetzt habe ich die Items wieder auf dem Account. Jetzt kann ich rein theoretisch die zu mir nach Hause, also in meine Base befördern, indem ich wieder auf meine Insel gehe. Oder ich verkaufe die ganz einfach.
indem ich dann hier zum Bazar gehe, die Items verkaufen kann. Gut, die kann ich jetzt nicht verkaufen, weil die dann nicht angeboten werden. Müsste ich hier bei den normalen KIs verkaufen. Genau, und schon habe ich die Coins verkauft und kann die in meine Bank machen. Genau, das geht mit allen Items. Mit Coins funktioniert das leider nicht, aber ihr könnt ja, wenn ihr die Coins transferieren wollt, euch auf dem einen Account von den Coins wertvolle Items kaufen, die dann mit dem Bug, den ich euch gerade gezeigt habe, auf den anderen Account rüber machen und auf dem Account das dann wieder verkaufen. Da geht zwar ein bisschen was verloren, da ihr ja teurer einkauft, als ihr verkauft, aber ihr könnt halt die Coins sozusagen dann von einem auf den anderen Account transferieren. Das ist gut, falls ihr jetzt zum Beispiel, wie gesagt, auf dem einen Account anfangt, um euren Hauptaccount zu unterstützen. Dann könnt ihr ja erstmal mit dem Hauptaccount den zweiten Account unterstützen, bis der soweit ist, dass er euch Profit generieren kann. Genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, der Bug oder das, was ich euch gezeigt habe, könnt ihr auch ausnutzen und es klappt bei euch. Schreibt es mir auf alle Fälle gerne in die Kommentare, wenn es bei euch funktioniert hat. Ja, und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.